Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Leaves the Journey. Ja, wie ihr seht, stehe ich nicht da, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich musste ehrlich gesagt in die Lösung schauen. Ich bin zwar noch kein Stück weitergekommen jetzt, aber nachdem wir die rote Bohne hier eingesammelt haben, die wir auch schon verbraucht haben, um an ein Blatt zu kommen, sollen wir den Hebel auch noch benutzen. Und ich glaube, wir sollen wieder zurück. Ich bin mir nicht sicher. Wartet mal, hier ist noch die Tür. Was war denn hier gewesen? Da waren wir beim letzten Mal nicht. Aha. Oh, wer guckt uns denn hier zu? Ich bin allerdings, ruder noch mal zurück. Ich bin allerdings noch nicht ganz mit der Sache fertig, wo wir letzte Mal ja stehen geblieben sind, weil so, da müssen wir weiter. Da müssen wir hier noch mal weiter. Und da noch mal durch. Weil, wie wir auf der Karte sehen, befindet sich hier noch ein Blatt und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir an dieses Blatt rankommen. Das hat sich mir leider nicht so ganz erschlossen, ehrlich gesagt. Also, ich habe hier oben eine Palette. Ich weiß nicht, ob die Farbpalette jetzt was mit diesen komischen Dingern hier zu tun hat. Wahrscheinlich eher weniger. Das Einzige, was wir letztes Mal bekommen haben, war diese Palette. Aber wenn ich da draufklicke, kommen wir wieder zurück und das wollen wir auch nicht. Also irgendwie ist hier, habe ich hier irgendwas noch nicht beendet, aber ich komme hier irgendwie nicht weiter. Ich habe hier gerade keinen Plan, was wir hier machen sollen, ehrlich gesagt. Also, wenn ich jetzt hier draufklicke, habe ich diese Zeichen mit den. Ja, was ist das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Das sieht aus wie ein Auge. Steine, keine Ahnung. Ich weiß bloß nicht, was diese Zeichen zu bedeuten haben. Ich kann mich nicht dran entsinnen, dass ich die bisher irgendwo gesehen habe in dem Spiel. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ich kann das ja auch hier nicht anwenden. Das kommt ja auch noch hinzu. Ich habe keine Ahnung, was das hier bedeutet. Ich habe auch nichts anderes. Wie gesagt, das ist jetzt das mit den Köpfen. Was war das denn nochmal? Achso, das war mit den komischen Zeichen. Ja. Ja, und das halt eben. Aber ich habe hier noch keinen Plan. Wie gesagt, die Zeichen sind mir auch noch nirgendwo irgendwie annähernd entgegengekommen. Ich kann die auch nicht irgendwo hinziehen. Oder ich weiß das nicht. Oder muss ich die irgendwie. Also sie, wenn man sie verschiebt, dann bleiben sie schon da liegen. Aber wie gesagt, ich habe echt keinen Plan. Also ob die hier rein müssen, ob ich die irgendwo hinschieben muss oder. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte jetzt hier Stunden verschieben, machen, tun. Vielleicht müssen die auch eine bestimmte Reihenfolge haben. Aber das erschließt sich mir gerade irgendwie noch nicht so ganz. Wir gucken weiter. Vielleicht, hier oben ist auch nichts mehr. Das wird jetzt aber auch nichts genutzt haben, dass mir hier irgendwas angezeigt wird. Nee. Bin ich ehrlich gesagt echt überfragt gerade, was das zu bedeuten hat.
Genau, das war das gewesen, was wir ja richtig hatten. Ja, mit den Zeichen hat es eigentlich auch nichts zu tun. Und was anderes, hier haben wir auch nichts. Das ist eine normale Uhr, das ist die Uhrzeit. Wie gesagt, die Rätsel hier habe ich eigentlich auch schon alle gelöst. Aber ich komme an das letzte Blatt da hinten nicht ran. Und das macht mich gerade bisschen wibbelig, ehrlich gesagt. Das war das mit dem, genau. Das hat aber auch nichts damit zu tun. Vielleicht muss ich auch noch mal hierhin zurück. Das kann natürlich auch sein. Das möchte ich jetzt nicht bestreiten. Hier ging es auch nicht weiter. Okay. Wir gehen mal hier hin. Ich glaube, da geht's durch, aber. Okay. Moment. Was haben wir denn? Irgendwas mit den Köpfen. Aber der lässt sich gar nicht drehen. Okay. Lassen die sich überhaupt nicht drehen auf der Welt? Aha. Hä? Leute, ich bin ziemlich überfragt. Das erschließt sich mir gerade alles noch nicht so ganz. Haben wir denn hier mit der Lupe irgendwas? Nee. Mit der Lupe haben wir hier auch nichts. Okay. Was zum Geier? Okay, es bewegen sich nicht alle. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen. Das Rätsel erschließt sich mir gerade überhaupt noch gar nicht. Also. Das andere haben wir ja schon alles. Wir sind ja hier schon fertig eigentlich. Es hat ja auch niemand behauptet, dass das leicht sein soll, ne? Hier habe ich, glaube ich, nur ein Blatt gefunden. Ja. Wie gesagt, hier brauche ich noch eine Bohne. Die werde ich hier wahrscheinlich irgendwann mal finden. Das fuchst mich hier mit dem Blatt, dass ich das nicht bekomme. Und ich weiß halt auch nicht wie. Und dieses Blatt hier bekomme ich auch nicht. Hier muss noch irgendwo ein Blatt sein. Ich weiß bloß nicht wo. Kann ich hier irgendwas mit der Lupe machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Hier ist noch irgendwo ein Blatt. Wie gesagt, das Ganze erschließt sich mir hier noch nicht. Ach, jetzt kann ich den Hebel nicht mehr ziehen. Aha. Okay. Ach, da ist das Blatt. Oh mein Gott. Ernsthaft. Dieses hier. Okay, das hätten wir. Dann könnten wir hier weitergehen. Das ist die Tür. Da. Dann gehen wir da durch.
Aber das fuchst mich hier oben. Warum kriege ich dieses Blatt nicht? Die sieht man manchmal aber auch wirklich schlecht, muss ich echt sagen. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, dahin zu gehen und dieses Rätsel zu machen. Und in einem Einraum, der hier ist, wo ich aber auch nicht weiterkomme, weil ich nicht weiß, was man von mir möchte. Hier kommt irgendwo noch ein Blatt. Ich habe keine Ahnung wo. Ich bin hier echt überfragt, Leute. Es fuchst mich jetzt echt ein bisschen. Ich will dieses Blatt unbedingt haben, damit ich das hier, damit ich diesen Teil schon mal wieder beenden kann, wisst ihr? Vielleicht kriegen wir auch hier noch eine Bohne raus. Also unten Blatt. Das kann ja sein. Aber wie gesagt, ich habe echt keinen Plan, was ich damit machen muss. Man kann es ja auch nicht doppelklicken. Ich kann die verschieben, aber ich weiß halt nicht, ob die eine bestimmte Reihenfolge haben oder. Wie gesagt, ich habe hier auch überhaupt gar nichts, was ich da. Ich habe keine Ahnung. Ich muss echt in die Lösung gucken. Ich habe sonst. Ich blicke hier sonst echt nicht durch. Also hier muss definitiv irgendwas gemacht werden. Ich weiß halt bloß nicht was. Und in dem anderen Raum, wo auf der rechten Seite dieser kleine komische Kopf da ist, irgendwo die Tür war und man so ein paar Sachen verdrehen konnte, da komme ich auch nicht weiter. Da stehe ich echt vorm Rätsel. Das hier muss ich noch irgendwie rauskriegen. Okay, das werde ich mal offline irgendwie googeln, mal nachschauen. Ansonsten stehen wir hier und kommen keinen Schritt weiter. Deswegen beende ich hier die Folge und ich werde mal schauen, was ich herausfinde, dass wir auch ein Stückchen weiterkommen. Und ja, sage bis dann zur nächsten Folge. Und ciao, meine Lieben.